Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy XIV Heavensward. So, wir sprechen mit Oboro. Oboro ist bereit, mit seiner Unterweisung zu beginnen. Du hast den Jobkristall angelegt. Wie fühlt man sich als frisch gebackene Shinobi? Wusstest du nicht, dass Ninja auch Shinobi genannt werden? Shinobi bedeutet Schleichender. Denn der Weg des Ninja ist ein leiser, heimlicher Weg. Der Ninja ist ein flüchtiger Schatten, der lautlos den hölzernen Korridor entlang huscht. Kirschblütenblätter, ein Kirschblütenblatt, das im fahlen Mondschein ohne ein Geräusch durch den Steingarten weht, tragen von seinem Herzenswunsch nach einer gerechten Welt. So hat es mich mein Meister gelehrt. Ruhig und gelassen, mit Leib und Seele der Rechtschaffenheit verschrieben. Die Verkörperung des Shinobi. Nun denn, schreiten wir zum praktischen Teil deiner Ausbildung, zur Anwendung des Ninjutsus. Die Kraft des Ninjutsus rührt aus mystischen Handgesten der Mudras. Derer gibt es drei. Ten, Chi und Jin. Es gibt eigentlich 10. Aber ich glaube, die haben hier abgekürzt auf 3 sich entschieden. Und ihre Wahl und Reihenfolge bestimmen die Kraft des Ninjutsu. Zuerst möchte ich dir die Mudra Ten beibringen, die Handgeste des Himmels. Forme das Zeichen des Himmels mit deiner Hand und wirke gleich danach Ninjutsu. Es materialisiert sich Fuma Shuriken, traditionelle Waffen, der Ninja in deiner Hand und der Wind. Die Urkraft des Himmels wird sie auf dein Ziel lenken. Ich habe vor dem Bootshaus eine Holzprobe aufgestellt. Übe daran deine Technik mit dem Fuma Shuriken. Ich bin übrigens nicht weit gekommen mit dem Ninja. Damals, deswegen ist nach Ten bei mir schon Schluss. Shi ist bei mir dann schon Schluss. Okay. Ups, das war nicht meine Absicht. Verstehst es, die Fuma Shuriken zu rufen und zu lenken? Nutze sie mit Bedacht. Sie verleihen deinem Körper tödliche Stärke. Spürst du die Leichtigkeit, die deinen Geist erfasst, wenn du deine Waffe gezogen hast? Dein Ninja ist ein leichtfüßiger Kämpfer, der seinen Gegner mal hier, mal dort angreift und durch schnelle Bewegungen verwirrt. Es ist an der Zeit, dass du deine Techniken an einem lebenden Objekt einsetzt. Lass uns einen Übungskampf führen. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Wir werden sowas von der Hoka voll bekommen. Er ist ein Meister. Wir Anfänger. Ich habe zu früh eingesetzt. Aber die sind langsam. Ups. Ich habe einmal zu viel. Ach ja, das ist auch cool, wenn man Ninja ist. Och nein!
Ja, toll, danke. Wo sind denn hier wieder Flammen? Ich werde sowas von sterben. Ja. Zieht mich doch eh wieder an sich heran. Oh fuck. Ich habe leider keine Wurfmesser dabei. Könnt ihr nicht mal schnell aufladen? Das ist so lästig. Okay. Okay, gewonnen. Ich musste ihm nur die Hälfte abzwacken. Ich bin tatsächlich etwas aus der Puste. Es ist, wie Yugiri gesagt hat, dein Geschick im beidhändigen Kampf ergänzt sich hervorragend mit unserem Ninjutsu. Wir sind auf dem richtigen Weg mit dir. Ich habe Wochen gebraucht, um die Fuma-Shuriken in die richtige Richtung fliegen zu lassen. Mein Meister konnte mein Training nur mit großer Sicherheitsabstand durchführen. Du hingegen hast eine ausgesprochen schnelle Auffassungsgabe. Findest du nicht auch, Meister Oboro? Du hast recht, Tsubame. Diese Abenteurerin macht sich ausgezeichnet. Jetzt bist du an der Reihe, mir etwas beizubringen. Darf ich dich etwas über den Vielen Dank für deine Güte. Im östlichen Land Ossea zum Beispiel. Stimmt etwas nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Ach so, bedankt man sich also. Gut, ich will es merken. Ach, ich glaube, ich fange an, unser Heimatdorf zu vermissen. Meister Boro, erlaubt mir die Bemerkung, aber mir ist bereits aufgefallen, dass du nicht ganz du selbst bist, seit wir in Elsia angekommen sind. Du musst mehr über dieses Land lernen und dich geistig wie auch körperlich eingewöhnen. Ich will so schnell wie möglich meinen Auftrag erfüllen und in unser Dorf zurückkehren. Elsa, das ist alles für heute. Besuche mich wieder, wenn du dich im Umgang mit Ninjutsu geübt hast. Dann werde ich deine Unterweisung fortsetzen. Und du, Meister Oboro, übst dich inzwischen noch ein bisschen im Umgang mit den Eosean.
Okay, ich muss sagen, das ist jetzt ein kurzer Part gewesen. Aber nach den langen Parts kommt doch mal was Kurzes. Denn jetzt mache ich erstmal gar nichts mehr. Und an etwas anderes dranhängen tue ich den auch nicht. Okay, wir haben die Fuma Shuriken erlernt. Ob ich sie im weiteren Verlauf des Let's Plays benutze, das weiß ich noch gar nicht. Denn ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Level 60 erreichen soll mit dem Schurken. Dann, also mit dem Ninja und dann weiter mit dem Ninja mache. Aber ich weiß nicht, ob ich Ninja oder Samurai, wenn ich Ninja weitermachen will, dann muss ich ihn auf jeden Fall aktuell halten. So mindestens Level 60 muss er dann sein. Genauso wie alles andere dann Level 60 am besten sein sollte. Denn damit kann man die Hauptstory locker machen von Heaven's Ward. Ohne Probleme eigentlich. Und zwar, da kann ich immer durchwechseln, wenn ich will. Da nehme ich den Ninja, da nehme ich mal auch ja, den Paladin. Da, ich bin mal Schwarzmagier. Hm, oder vielleicht doch Weißmagier. So, das ist übrigens sehr cool, dass ich jetzt Saltos machen kann. Aber nur mit gezogenen Doppelklingen, also mit Messern. Tja, die Fuma Shuriken kann ja so nur alle 10, 15 Sekunden einsetzen. Das ist ein verdammt krasser Cooldown. Und das ist nur gut für einen Fernkampf. Ja. Sei es drum, ich beende den Part an dieser Stelle. Wir sehen uns wieder, wenn ich den Gladiator zu einem Paladin machen will. Das ist die nächste Aufgabe. Wir gucken mal gerade, was haben wir denn noch für Charaktere hier. Ja, wir haben das Bestmöglichste erwartet. So, wir hätten hier zum Beispiel den Faustgreifer, der zum Mönch wird, Mönch werden könnte. Den Waldläufer, der zum Baden gemacht werden könnte. Der Gladiator, der zum Paladin werden kann. Der Marodeur, der zum Krieger wird. Dann haben wir noch den Taumaturgisten, der zum Beschwörer wird. Nein. Der Heretiker wird zum Beschwörer. Der Taumaturgist wird zum Schwarzmagier, der Druide wird zum Weißmagier und es gibt sogar noch einen Gelehrten. Somit hat einer von diesen dreien einen zweiten Berufszweig. Der Gelehrte ist nämlich Heiler und ich glaube, der Heretiker kann das. Er kann zu einem Damage Dealer und zu einem Heiler werden. Wenn ich mich alles täuscht. Sehen wir auch hier, wartet. Kleinen Moment. Hier. Hier gibt es noch die Gelehrten. Wir sind jetzt hier, zack, Ninja. Der Faustkämpfer, das seht ihr mal, meinen Fortschritt dementsprechend. Ja, ich strecke den Part ein bisschen. Der Gladiator ist schon von allen fast am weitesten, obwohl der Marodeur ist noch weiter. Wir könnten also schnell einen Krieger formen. Und man merkt sofort, es gibt einfach mehr Damage-Dealer. Es gibt einfach wirklich verdammt viele Damage-Dealer. Deswegen ist es so verdammt schwer, einen Verteidiger oder einen Heiler zu bekommen in einer Runde. Aber manche sind ja nicht dumm und denken sich so, als Heiler bin ich eigentlich relativ gut und dann kann ich auch ziemlich gut meine Leute heilen und da kriege ich auch schneller eine Inni. Weil die meisten suchen immer noch einen Heiler und einen Verteidiger. Also ist es halt ein bisschen schneller geht das dann voran. Ja. Also wie ihr seht, muss ich noch ein paar hochleveln. Den Druide, Waldläufer und den Hermetiker habe ich noch nicht hochgelevelt auf 15. Sowie den Taumaturgisten. Ich war einfach. Ich, ne.
Beim Paladin, glaube ich, muss ich den Druiden hochleveln auch. Noch 5 Level, Druide. Komm, der Chaffin war, ne? Aber erstmal muss ich den, den Paladin so weit kriegen. Und dann kriegen wir auch ein Reittier für Paladine. Die wir auch so beschwören können. Okay. Das ist unser weiteres Vorhaben. Heißt aber nicht, dass wir jetzt hier so das die ganze Zeit machen werden. Wir werden wahrscheinlich demnächst auch wieder in die Hauptstory von Heavensward eingehen. Das ist eigentlich auch mein eigentlicher Plan. So, ich verabschiede mich von euch und sage dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy oder Heavensward. Und ich bin hier in der letzten Mission der Ixel. Wir haben die Ixel, also ich habe die Ixel endlich erledigt. Als Grobschmied mit Level 5, ich mache mich mal wieder Grobschmied. Den Gerbera will ich aber nur hochleveln, deswegen hatte ich den ausgerüstet. Aber den Grobschmied, der ist Level 35. Ich brauche keinen Grobschmied als Samurai oder... Obwohl doch, für die Waffen. Für meine Waffen, genau. Für mein Samurai-Schwert wäre der Grobschmied eigentlich gar nicht mal so schlecht. Level ich sie beide gleichzeitig. Ich werde wahrscheinlich diese Sachen sowieso immer weitermachen, weil... Gib Level ab. So, so hoch wie nie jemand zuvor. Diesen Auftrag wird Charaktere ab Stufe 49 als Krieger oder Magier und ab Stufe 18 als Handwerker empfohlen. Ah, habe ich gute Nachricht für dich. Ja, denn heute großer Tag für Wolkengleiter. Was zur Hölle? Endlich ist gekommen, die Desulqualand, fast fertig, weißt du? Kannst du die in die Hose machen vor Freude? Kja, kja, kja. Jetzt nur noch Endstück fehlt. Ist wichtiges Stück, weißt du? Weil sonst kein Ende. Kja, kja, beeilen wir uns besser. Sonst machen Idioten aus Natalan uns nämlich ein Ende. Also... Vielmehr beeilst du dich besser, macht du Endstück Bauteil fertig, dann lasse ich dich aber auch echt in Ruhe. Hab ich Endstück Material schon gesorgt? Gehst du damit Herbstkürbissee und machst an Arbeitsstätte fertig klar? Ja, mal gucken, ob das einfach herzustellen ist. Es muss natürlich beste Qualität sein. Mittlerweile habe ich gelernt, wie man mit bester Qualität machen kann. Deswegen werde ich wahrscheinlich sehr viele Sachen so herstellen. Und dann auch... Deswegen level ich die auch jetzt am liebsten. Weil so kriege ich auf jeden Fall schneller Geld, schätze ich mal. Ah, verdammt. Ich muss weiter hier rein. Oh, hier wird gefatet, aber nein. Dafür bin ich gerade falsch angezogen. So. Ich glaube, es anzufertigen reicht nicht. Ich werde bestimmt noch angegriffen von irgendjemanden. Und, ja. Hallihallo, was darf denn heute sein? So, das Endstück für euer Luftschiff. Willst du also anfertigen? Lass mich dir sagen, dass das nicht einfach wird. Da haben sich andere Handwerker vor dir schon die Finger dran verknotet. Aber du schaffst das schon. Hier hast du dein Material wieder. Ich drücke dir die Daumen. So, dann fangen wir mal an. Das wird jetzt ein bisschen was dauern, weil es bestimmt nicht leicht ist. Aber okay, alter Falter, das ist ja wirklich richtig heftig. Erstmal testen wir, wie viele Schläge wir brauchen. 2. Okay. Ja.
Ah, verdammt! Sorry. Ist Verarsche, ne? Ist richtige Verarsche jetzt gerade? Ja, ich habe jetzt schon wieder keinen. Ja, toll, wow. 7%. Na, fick dich doch, du! Ich hasse es. Sorry, Leute, dass ich jetzt gerade zu Wort geworden bin. Ich hasse es einfach. Das war jetzt Pech. Man muss Glück haben auch ein bisschen. Ich brauche 3 Schläge eigentlich nur. Und ich habe schon nicht mehr genügend. Alter. Fick dich. 12% reicht eigentlich auch aus. Es wird nur dauern. Okay, das hat schon mal nicht gereicht. Ach komm, fick dich! Das wird sehr schwierig und langwierig, weil ich nur ein paar HP zur Verfügung habe. Ich habe doch den Grobschmied, oder? Ja. Komm schon. Das ist so wenig. Das ist verdammt mal zu wenig. HP sind wirklich das Wichtigste, was man haben muss. Es ist echt... Ja, ich weiß. Es dauert lange, deswegen sehen wir uns wieder, wenn ich es geschafft habe. Bis gleich.